ist Christian Hemschemeier, ich bin Paartherapeut und Beziehungscoach in Hamburg. Nächstes Mal ein Videoblog und auch in Murnau, München. Und diesmal ein Videoblog rund um die Themen Dating, Beziehung und Liebe. Ja, meine Kurse findest du auf liebeship.de und ich habe auch mal wieder in Murnau und Hamburg Termine eingestellt für persönliche Kurse. Und ja, ich kriege immer Fragen, wo komme ich noch hin? Ich weiß noch nicht genau, aber ich versuche mal. Köln vielleicht noch oder Frankfurt, Berlin, muss mal gucken, dass ich das nochmal hinkriege. Richtung Herbst. So, Thema heute ist Thrill und Gefahr von Dreiecksbeziehungen. Eine Nachricht von Iritschko, ne? Und sie fragt, so. Hallo Christian, ich wende mich an dich, um vielleicht einen neuen Impuls zu bekommen oder eben die Bestätigung für meine Entscheidung. Bin verunsichert und mein Bauchgefühl fährt Achterbahn. Ich bin Ende 20, habe bereits mich von einer Mangel-Verbraucher-Beziehung lösen können. Sehr gut. Bin durch Ängste gegangen und habe sie überwunden. Habe einige toxische Muster lösen können und mich viel mit Persönlichkeitsentwicklung auseinandergesetzt und tue es auch weiterhin. Ich bin momentan mit meinem Leben sehr zufrieden. Gestalte mir mein Leben sehr nah, an dem ich es leben möchte und bin sehr glücklich mit meiner Entwicklung. Jetzt kommt nun die große Verwirrung. Ich habe einen Mann kennengelernt in den 30ern, der vor kurzem in einer langfristigen Beziehung gelebt hat, beziehungsweise jetzt eine offene Beziehung führt mit dieser Frau. Bist du sicher, dass das so ist? Vielleicht weiß die Frau gar nicht, dass die Beziehung offen ist. Ich fand ihn so interessant, dass ich ihn kennenlernen wollte. Also was man immer im Hintergrund, ich kenne dich jetzt nicht, haben muss, ist dieses Thema passive Bindungsangst, ne? Also daten wir Leute, die, soll ich mal sagen, irgendwie nicht so richtig zu haben sind, um uns unsere eigenen Bindungsangst nicht zu stellen, ne? Weil man kann mal so schön denen hinterherlaufen und die versuchen zu kriegen. Und das ist manchmal immer noch scheinbar leichter, als sich der eigene Bindungsangst zu stellen mit jemand, der tatsächlich verfügbar ist. Ne? So, das Interesse hat sich langsam entwickelt, bis es schließlich zu einem Treffen kam. Ich wusste zu diesem Zeitpunkt, dass der Mann in einer offenen Beziehung lebt. Ach so, hatten wir ja schon. Ne? So, ich fand ihn so interessant, dass ich ihn kennenlernen wollte. Um ihn kennenzulernen, nahm ich an einer Freizeitaktivität teil, die er unterrichtet. Wir merkten beide schnell, dass das Interesse beidseitig bestand, auch er schon im Vorhinein Interesse hatte. Aber wir waren uns unsicher, was der andere fühlt, denkt. Nun finde ich diesen Mann wundervoll, aber ich wünsche mir einen Mann, der 100% verfügbar ist. Sehr weise, der genauso viel Interesse hat an mir, wie ich an ihm. Das Beziehungsmodell der Monogamie ist dem am nächsten, was ich momentan leben möchte. Ja, wunderbar, hast deine Standards. Wie offen ich in einer langfristigen Beziehung für andere Beziehungsmodelle bin, weiß ich noch nicht, aber ich schließe es nicht komplett aus. Ich wollte auch nochmal sagen, er hat ja nicht gesagt Freundschaft plus, er hat gesagt offene Beziehung. Das heißt, die beiden haben eine Beziehung, ne? Ob die jetzt offen ist oder nicht. Du wärst auf jeden Fall die Affäre, ne? Man soll das jetzt auch nicht verwechseln mit Freundschaft plus. Oder die Nebenbeziehung oder was für schöne neue Begriffe gibt, also die sekundäre Beziehung in einer primären Beziehung oder keine Ahnung. Aber gut, auf jeden Fall nicht, was du willst, ne? So, ich merke auch, dass ich mich nicht ganz fallen lassen kann, wenn ich die zweite Geliebte bin. Ja. Er hat ganz offen und ehrlich über seine Beziehung gesprochen. Naja, gut, vielleicht bin ich da schon so negativ eingestellt von diesen ganzen E-Mails. Also ich, wie gesagt, ich würde mal die Frage stellen, was die Frau eigentlich, ne, dass er eine offene Beziehung führt. Nur mal so in den Raum gestellt. Er kommuniziert, dass er keine Zukunft in dieser Beziehung sieht. Ja, das finde ich jetzt ein bisschen shady, ne? Also, ich meine, wenn er keine Zukunft darin sieht, warum führt er sie dann, ne? Das ist, und dass er sich eigentlich trennen möchte, aber es bisher nicht schaffte. Oh Gott. Ja, das ist jetzt, deswegen habe ich die E-Mail mal rausgenommen, sehr typische Dreiecksbeziehungsmist, sag ich mal.
dass man sich in jemanden verliebt, der nicht richtig zu haben ist, ne? Was das mit eigenen Mustern zu tun hat, passiver Bindungsangst, muss man mal gucken. Und ja, und dann darauf hofft, dass der andere sich trennt, ne? Und was wir hier sehen, ist so die Ansätze von klassischem Future Faking, ne? Ja, irgendwann trenne ich mich dann, aber im Moment schaffe ich es halt nicht. Und was du dann zu hören kriegen wirst, ja, vor allen Dingen, wenn er, also Future Faking, wollte ich nochmal sagen, ist in der Zukunft irgendwas zu versprechen, um hier und jetzt das zu bekommen, was ich haben will, ne? Und was er bekommen will, ist, ja, Sex und Aufmerksamkeit. Wenn er eine Beziehung mit dir wollte, dann hätte er es ja gesagt, ne? Und wenn er es bekommt, warum soll er sich dann noch trennen, ne? Und du wirst dann wahrscheinlich so Sachen hören wie, ja, weiß ich nicht, zu viel Luftfeuchtigkeit gerade zum Trennen oder meine Frau hat gerade einen Pickel auf der Stirn und ich kann mich nicht trennen oder was weiß ich, ne? Du wirst irgendeinen Mist anhören müssen und ja, was heißt denn das, dass er es nicht schafft, sich zu trennen? Dass er ist, er will sich nicht trennen. Er hängt an dir, sein Herz ist nicht frei und was das für dich bedeutet, das weißt du, glaube ich, ne? Gerade wenn du schon andere Mangel-Verbraucherbeziehungen hattest. Das wird wieder so eine werden. Und was ist das, was ich immer wieder sage? Also, herzlichen Glückwunsch für dein Gewahrsein, aber man wird getestet vom Universum, ob man nicht doch wieder das möchte. Ne? So, er kommuniziert, dass er keine, ja, Zukunft dieser Beziehung sich eigentlich trennen möchte, aber es nicht schafft, genau. Ich habe mich von ihm distanziert und gesagt, er kann sich melden, wenn er die Themen für sich geklärt hat. Ja, genau richtig. Und dass ich einen Mann haben möchte, der ja zu mir sagt. Super. Super Reaktion. Melde dich wieder, wenn du frei bist. Würde ich genauso machen. Nun habe ich Angst, einen Mann ziehen zu lassen, der wirklich gut zu mir passt. Denn dieses Gefühl habe ich gerade. Ja, aber wie gut kann jemand zu dir passen? Also vielleicht passt er zu diesen alten Mustern von, dass du nicht verfügbare Männer datest. Aber wie soll der sonst zu dir passen, wenn der dich gar nicht will? Ne? Also außer Sex und so. Aber ich weiß nicht damit umzugehen, denn wir kennen uns eigentlich zu wenig, richtig, um so ein Urteil bilden zu können. Genau. Ich würde ihn gern weiter kennenlernen und ich weiß nicht, ob meine Entscheidung gut ist. Ja, nee, das ist jetzt inkonsistent. Du hast gesagt, er soll sich melden, wenn er die Themen für sich geklärt hat und dass ich einen Mann haben möchte, der ja zu mir sagt. Warum willst du ihn jetzt weiter kennenlernen? Das ist ein Spiel mit dem Feuer und. Das ist das Problem mit Dreiecksbeziehungen, dass sie so einen Thrill haben, weil man muss sich nicht ganz einlassen. Man kann so in Sexualität gehen und schön Drama-Rama, ach, wir kommen nicht zusammen, ach, wenn du dich doch trennen könntest. Und ja, das ist der Thrill, aber der Preis ist meistens Liebessucht, Leiden, sich benutzt fühlen. Also das finde ich jetzt inkonsistent, wenn du sagst, du willst ihn weiter kennenlernen. Wozu? Du weißt doch schon alles. Also die entscheidenden Sachen, dass er dann Standards, immer wieder deine Standards nicht akzeptiert. Warum willst du ihn dann weiter kennenlernen? Also hast wieder Trennungskompetenz gefragt. Also auch beim Dating zu sagen, ja, du musst ja auch gar nicht ärgerlich werden oder ich finde, du hast das super schon gesagt, aber jetzt lebe auch danach, ne? Melde dich wieder, wenn du es geklärt hast. Mehr ist dazu nicht zu sagen. Also man muss schon ein bisschen mit dem Kopf daten, ne? Wenn du es jetzt nur wieder nach dem Gefühl gehst, dann landest du wieder in diesen Sachen. Würde mich freuen, wenn du ein paar Anregungen dazu geben kannst. Hiermit geschehen und wir werden uns bald wiedersehen.